Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem bzw. unserem Kanal. Wie ihr seht, das wird ein LPT Let's Play Together mit Doskias. Hallo Doskias. Ja, hallo Pedamos. Ja, servus. Schön, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Ja, ich find's auch super klasse, du. Echt auch super Sache. Oder dass wir den Weg generell zusammengefunden haben. Ja, wir spielen Factorio, wie es vielleicht auch schon einige kennen werden, vom Doskias seinem Kanal. Bei mir auf dem Kanal neu. Ich freue mich sehr drauf, weil mit Doskias spiele ich gerne und wir streamen ja auch gelegentlich zusammen. Also es macht ja auch sehr Laune. Oh ja. Und wir wollten es euch nicht verwehren. Und es hat sich sehr angeboten, da bei Doskias gerade die ganzen Mods, glaube ich, gepatcht worden sind. Ja, es war ja, beziehungsweise das Spiel wurde ja jetzt auf die aktuelle Version 13.1 hochgepatcht und viele Mods gehen nicht mehr. Ein paar Zuschauer haben auch schon geschrieben, dass die Mods ebenfalls schon gepatcht wurden, aber zum Großteil halt nicht alle und demnach kann ich meinen Spielstand einfach nicht mehr weitermachen und dann habe ich mich entschieden, wenn wir das zusammen hier machen, dann lasse ich das weg und wir fangen einfach hier mit der 13.1 Version an und es hat sich ja gewaltig viel getan. Und das werden wir aber alles so im Laufe dieser ganzen schönen Reihe hier dann alles kennenlernen. Genau, das würde ich auch so sagen. Und für viele, weil wir jetzt schon Mods erwähnt haben, wir spielen erstmal Factorio Vanilla und wollen jetzt einfach mal sehen, wie auch das Projekt bei euch ankommt. Also da spreche ich jetzt speziell so von meinem Kanal. Weiß ich jetzt nicht so, wie das Interesse da so ist. Bei Doskias weiß ich es ja. Wir werden es sehen. Und ich würde einfach mal sagen, wir fangen mal an. Interessanterweise ist es die erste Karte, die wir generiert haben. Die hat uns auch direkt zugesagt. Ja. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Boah, ist meine Spitzhacke hier, ey. Die habe ich schon mal völligst verdrängt. Ich fand also ich hätte gesagt, selbst wenn die Karte uns nicht zugesprochen hätte, hätte ich gesagt, wir nehmen sie. Was? Ja, wir wollen ja hier nicht. Wir machen ja hier kein Wunschkonzert. Ja, doch so ein bisschen. So, Holz hätte ich schon mal. So, Eisen haben wir ja da schon. Bin hier auch irgendwo Stein? Oh, das ist eine gute Frage. Ich mach mal eben mal die Map auf. Oh ja, wir haben hier mitten im Wald quasi ein Riesenfeld. Der Wald verdeckt es nur ganz gut. Ja, ich stehe quasi da drin. Irgendwo unter mir haben wir Stein. Ah, das ist ja cool. So, dann machen wir das doch gerade mal so. Das ist mir jetzt gerade relativ hupe. Ich hatte noch nie so einen dichten Wald. Warum geht denn das jetzt nicht? Warum fördert denn das jetzt hier keine Kohle? Funktioniert's nicht? Haben die da was geändert? Nein, die haben das geändert, die Schweine. Ach so, nee, Quatsch, weil ich dumm bin. Ah, ich habe Holz reingelegt, ich vollhorst. Ja, und? Naja, wie soll er Holz mit Kohle vereinen im Brennofen, ne? Das geht ja nicht. Ach so, ja. Naja, er wollte Kohle reinlegen und da war halt Holz schon gelegen. Das kann nicht gehen. Okay. Ja, für die Leute, die bei mir zuschauen, natürlich, ihr kennt ja großteils schon die Funktionen von diesem Spielchen. Deswegen, ich persönlich werde wenig zu den Grundfunktionen erklären. Ich weiß nicht, wie du es bei dir da machst. Hat es ja bestimmt einige an Zuschauer, die da das noch nicht kennen. Das stimmt wohl. Weiß jetzt auch gar nicht, ob ich da jetzt allzu zu viel erklären werde. Wenn ihr das natürlich wollt, können wir das gerne machen. Ja, kein Problem. Schreibt es uns dann einfach in die Kommentare, Leute, und dann werden gewisse Sachen dann einfach erklärt werden. Was ich jetzt aber vorneweg sagen muss, ihr dürft euch nicht wundern, wenn in den Videos auf eure Kommentare erst relativ spät eingegangen wird. Da es ja viele von meinen Abonnenten wissen, ich arbeite Schicht, der Doskias halt nicht. Und wir haben halt relativ wenig Aufnahmetermine, die wir zusammen irgendwie halten können. Das laut. Und von daher nehmen wir halt relativ große, machen wir relativ große Aufnahmesessions. Genau. Es wird auch so sein, wir bringen drei Folgen, ich weiß gar nicht, wann war das jetzt?
Also wir haben uns jetzt darauf geeinigt, Montag ist die, also Montag geht's los und dann die zwei anderen Termine sind nach wie vor bei mir auf dem Kanal Mittwoch und Samstag, so wie ihr das gewohnt seid. Genau, also Montag, Mittwoch, Samstag, Veröffentlichung um 12 Uhr. Genau, 12 Uhr, richtig. Dementsprechend denke ich, wird das auch ganz gut laufen. Also, wie gesagt, halt nicht wundern, wenn wir in den Videos nicht direkt drauf eingehen können. Aber dafür werden wir halt die Kommentare fleißig beantworten von euch. Deswegen gebt euch Mühe, benutzt sie, Leute. Genau, richtig. Hauptsache, ihr schreibt was, wir freuen uns halt immer drüber. Also, ich freue mich immer wie ein Schneekönig, wenn ich sehe, oh, mir hat wieder einer geschrieben. Und ich muss jetzt gerade mal erwähnen, ich glaube, das ist, ja. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, durch die Version 13.1 oder auch 13.0 generell, hier schon die erste Änderung. Das Holz lässt sich zumindest jetzt mehr stapeln. Wir hatten früher immer 50er Stacks im Inventar. Ich bin jetzt schon bei 58. Das wäre schon mal zumindest eine der ersten Neuerungen, die mir spontan auffallen. Und auch die Leute, die jetzt Factorio schon länger kennen, seht ihr ja auch oben rechts, haben wir ja die Karte. Und da haben wir jetzt auch neue Symbole. Gut, Menü ist klar, Escape. Die Produktionsstatistik, die wir ja sonst immer nur auf P hatten, ist natürlich jetzt noch nichts drin. Wir haben ja jetzt noch nicht so wirklich was. Die Boni finde ich eine echt coole Sache, weil wir ja später kriegen wir so Forschungen gerade Oh. so. Das wollte ich gerade nicht. Also, kriegen wir ja auch Forschungen, um zum Beispiel den Schaden von Waffen oder von unseren Türmen zu erhöhen. Da stehen dann die ganzen Bonis drin. Warum sie den Button Karte eingefügt haben, ist mir ein Rätsel, weil es ist leicht, M zu drücken. Das bräuchte man da oben jetzt eigentlich nicht. Eigentlich auch, Menü brauchen wir auch nicht. Escape ist logisch. Hallo, aber es ist doch schön, dass es ihn gibt. Ja, okay, es ist so. Ja, okay, hast ja recht. Und ja gut, Errungenschaften gibt es jetzt mittlerweile auch, die Achievements für Steam. Und zu den Zügen, da kommen wir dann wirklich, wenn wir die dann irgendwann auch mal haben werden. Okay. Jetzt mal erstmal ganz kurz was hier fürs Gameplay für am Anfang. Also ich Jawohl. würde sagen, dass wir hier oben auch gleich die Stromversorgung hinbauen. Ja. Deswegen habe ich jetzt auch keinen Erzförderer unten beim Kupfer gebaut, weil ich werde mich jetzt gleich drum kümmern, wenn wir genug Eisenplatten haben oder ich genug. Werde ich Heizkessel bauen, Dampfmaschine etc. pp., dass wir halt gleich auf den Strom zugreifen können. Jawohl, okay. Das war so mein Plan. So habe ich auch in meinem Singleplayer angefangen, weil ich habe da keinen Bock. Dann hast du dann die ganzen Erzförderer da, die du dann sowieso nicht mehr brauchst. Ja, das stimmt, hast du recht. Eigentlich ist es echt ziemlich bescheuert, am Anfang so viele Erzförderer zu setzen. Also befeuerte Erzförderer. Genau. Kriegst du ja eh nicht mehr los. Das wünsche ich mir ja nach wie vor, dass es irgendwann und für, ja, ich weiß, es gibt Mods, die das haben, aber ich rede jetzt vom normalen Spielprinzip. Dass die Entwickler vielleicht irgendwann mal das einbauen, dass man halt irgendwie das Zeug recyceln kann. Es kann ja sein, weißt du, so ein Recyclinghof, keine Ahnung, der dann einfach von mir aus die Hälfte der Rohstoffe, die du für dieses Gebäude gebraucht hast, zurückgibt. Oder von mir aus auch nur ein Viertel der Rohstoffe. Hauptsache, man hat nicht irgendwie Gegenstände, wo man dann irgendwo hinschmeißt oder eine Kiste macht, wo nur noch Müll drin ist. Das, ja, würde ich mir persönlich sehr, sehr wünschen. Und. So, jetzt gerade mal ganz kurz, sorry, wenn ich dich gerade unterbrochen habe. Ja, Wolltest du was kein sagen? Problem. Ja, ich überlege mir gerade persönlich, wie wir unsere Produktionskette machen, weil wir hier mega viel Wald haben. Es ist brutal, also Ja. mitten im Waldgebiet, echt. Ja, wenn wir sagen, machen wir hier Bob der Baumeister quasi und fällen erstmal. Oder wir ziehen hoch, weil hier oben kommt so eine Mischung aus Ödland und Wüste und hier ist halt. Ja, dann würde ich sagen, ziehen wir das alles hoch. Ja, dann zum Verständnis, wir müssen natürlich anfangen, hier mit Fließbänder zu arbeiten. Und besser ist es, wenn man einfach quasi seine Produktion in Parts aufteilt. Sprich, hier haben wir die Erzförderung, hier Kohle, Eisen, unten haben wir ja Kupfer. Und das bringen wir einfach alles auf verschiedene Förderbänder und die ziehen wir dann bis hier hoch, weil wir hier einfach eine Baufläche haben, die keine Wälder hat, sprich, das erleichtert uns die Arbeit, wir müssen nicht so viel fällen. Wobei, wir haben hier oben extrem viel Erz. Also die Frage ist, ob wir das von unten mit hochziehen wollen.
Ja, das Erz hier können wir später hier rüberziehen, wo ich jetzt hier entlang laufe. Das können wir hier einfach links. Okay. Ja, genau. Ich hätte gesagt, hier ungefähr. Dass wir ab hier anfangen mit der ersten Verarbeitung von, also sprich die Öfen hinsetzen. Okay, gut. Würde ich jetzt auch mal so machen und dann setze ich jetzt hier einfach mal an die Seite die erste Stromversorgung. Bei der Stromversorgung ist es so, für die erste, ihr braucht halt einfach so eine Offshore-Pumpe, so 6 so Heizkessel und eine Dampfmaschine. Dann könnt ihr noch 2 zusätzliche Dampfmaschinen dranhängen, das könnt ihr alles schön in Reihe hängen. Und dann läuft das eigentlich schon mal wunderbar. Doskias, korrigiere mich, wenn ich Scheiße erzähle. Ja, ich bin hier der Factorio-Nubbel. Ja. Und wie ich auch schon in meiner, ich nenne es mal Trailer-Video gesagt habe, gucken wir auch mal ein bisschen so mal bei Pedamos auf die Finger, wie er denn so plant bzw. baut. Deswegen, ich will gar nicht so versuchen, mein System mit reinzubringen. Ich will eher gucken, dass wir so ein Peda-Doskias-Ding hinkriegen. Mag komisch klingen, aber... Hört sich komisch an, ist aber so. Ja. Ach, soll ich da gerade Kupfer reinschmeißen? Ah, egal. So. Ich habe so viel Holz. Ich pack mal hier Erz oder mit Holz voll. Das ist Ja, mach das. Verteile jetzt hier oben schon mal so die erste Kohle quasi für den Strom. Jawohl. Aber bevor du das ganze Holz da verballerst, mach doch auch mal Strommasten. Ja, stimmt, hast recht. Also, nur so als Idee. Ja, das ist keine blöde Idee. Nur mal so ganz kurz, also so ein paar Kleinigkeiten, so von der Bedienung her. Also wenn ihr so auf Alt drückt, seht ihr jetzt ja erstmal nichts. Wenn ihr wieder Alt drückt, oder beziehungsweise eigentlich das erste Mal, seht ihr, wo was produziert wird. Ist sehr hilfreich, um einfach den Überblick zu bewahren. Dann, wenn ihr was aus dem Inventar nehmt. Das ist jetzt immer so eine kurze Frage oder so eine etwas größere Frage, sage ich mal. Ich habe es mir jetzt extra auf Tabulator gelegt, weil ich es einfach angenehmer finde und weil ich das auf all meinen Spielen, was ich bisher gespielt habe, ob es Minecraft 7 Days war oder so, habe ich es immer auf Tab gehabt. Und ich habe keine Lust, mich umzugewöhnen. Wenn du mir jetzt sagst, von was du sprichst, was hast du auf Tab gelegt? Das Inventar. Ach so, ja, ich bin da sehr flexibel. Das ist immer wieder witzig. Nee, ich bin da völlig verwirrt, wenn das auf einmal auf einem anderen Knopf ist. und ich muss dann bei den ganzen Spielen die Spiele halt einfach nicht umdenken. Das ist so mein Vorteil da dabei. Ja, kenne ich. Ich hatte das Problem früher, wo ich parallel zu Factorio 7 Days und Imperium Galactic aufgenommen habe. Und es sind halt wirklich 3 Spiele, die 3 verschiedene Steuerungen haben. Das war furchtbar. Ja, das glaube ich. Auf jeden Fall ist es auch so, wir werden jetzt in diesem LPT, haben wir uns vorgenommen, wir werden nicht permanent an- und abmoderieren. Jawohl. Erstens mal, habe ich das erste Mal auch so beim Doskast so gesehen und mir gefällt das eigentlich auch ganz gut. Und ihr merkt halt einfach, wie lang unsere Aufnahmesessions sind. Ja, darum geht es ja im Endeffekt ja auch. Da. So. Okay. Weil wir halt einfach keinen Bock haben, oder was heißt keinen Bock? Das ist der falsche Ausdruck dafür. Ja, das stimmt. Ich finde einfach, es ist unnötig, wenn man, wie in unserem Fall, unsere Folgen werden circa grob 20 Minuten ja gehen. Ich finde es einfach schwachsinnig, wenn wir jetzt angenommen, wir nehmen jetzt 3 Stunden am Stück auf. Wenn man das jetzt mit durch 20 teilt, dann kommen wir auf eine große Zahl, wo man jedes Mal anmoderieren, abmoderieren, anmoderieren, abmoderieren. Und ich finde das einfach total unnötig. Meiner Meinung nach. Warum hängt das Ding jetzt nicht am Strom dran? Das hängt am Strom dran, aber es wird nichts produziert. Achso, ich wollte gerade sagen. Oder? Dampfmaschine lügt. Achso, ja nee, es ist kein Verbrauch. Achso. Deswegen steht es dran, kein Anschluss, weil, also so gesehen musst du das interpretieren, es ist nirgends an den Verbraucher angeschlossen. Deswegen denkt das Kraftwerk, es sei nicht angeschlossen. Achso. Gut, dann gehe ich jetzt noch ein bisschen Kupfererz holen. Ja, mach das. Damit wir dann den ersten Förderer schon quasi hinstellen können. Das geht ja schnell hier. Na Logo, deswegen machen wir es auch zu zweit. Dann läuft's. Ja,
Ja, ich freue mich ja einfach so mega, weil ich denke mir teilweise echt in meinen Let's Plays, ich habe so viel zu tun und krieg's nicht auf die Reihe zeitlich gesehen. Und es werden einfach so dermaßen viele Folgen. Und dann passiert halt auch nicht viel in den Folgen. Da macht man halt da mal eine Optimierung, da eine Optimierung, dann wird man da angegriffen, rennt da noch hin. Und das kostet alles Zeit, das Hin- und Hergerenne. Und dann ist die Folge schon wieder rum. Produziert er da in beiden Eisen? Das geht doch nicht. Ja, ich habe gerade, weil die Kiste Soll ich hier voll denn? war. Oh. Ist ja So. gut. Da kriegst du dein Eisen. Dankeschön. Ja, genau, jetzt muss ich mir überlegen. Nochmal kurz ein bisschen Steuerung. Wenn ihr auf so eine Kiste geht und ihr alles, was in dieser Kiste drin ist, haben wollt, drückt ihr einfach die Steuerungstaste und linke Maustaste. Dann habt ihr halt alles drin. Im Gegenzug geht es auch so aus dem Inventar wieder. Ja. Wenn ihr von eurem Stapel, den ihr quasi in der Hand habt, also wenn ich jetzt einfach mal den 50er Stapel hier nehme, den jetzt hier zum Beispiel mitten in den Ofen packen wollt und ihr wollt aber nur die Hälfte reinpacken, aus irgendwelchem Grund, einfach die rechte Maustaste und dann packt ihr da immer so die Hälfte vom Stapel rein. Echt jetzt? Ja. Ich teile. Das teste ich jetzt mal mit Rechtsklick. Oh, ha, siehst du mal, da bringt er mir selber noch was bei. Jawohl. Ich Also habe das merkst du, immer. du hast das Tutorial nicht gespielt. Zu meiner Zeit gab es kein Tutorial. Ach so. Ich habe das immer umständlich gemacht. Ich habe immer den Stapel erst getrennt mit Rechtsklick. Dann hatte ich zwei Stück. Und dann habe ich einen Stapel genommen, die Hälfte, mit STRG-Linksklick reingepackt. Und dann hat er automatisch den anderen Stapel mir wieder in die Hand gelegt. Und dann konnte ich den anderen halben Stapel wieder reinlegen. Okay. Klingt kompliziert, ist es auch. So. Hast du mal noch ein Fließband? Ich habe gerade alle verbaut. Na toll. Aber ich produziere schon wieder genug neue. Das ist gut. Ich gehe ja gerade im Moment noch gar nicht. Weil ich gerade doch sehr auf die Erzförderer Oh. fixiert bin. Die ersten. Ist kein Problem. Habe ich nämlich jetzt noch zwei, die ich bauen kann. Und dann können wir ja direkt schon Kupfer und das Erz hier mit abpumpen. Sollen wir dann zu Anfang erstmal Eisen und Kohle auf ein Fließband packen? Oder anders geht's ja am Anfang nicht, solange wir keine roten Greifer haben, ne? Ja, aber da kommen wir ja relativ schnell dran. Ja, wir könnten natürlich auch alles erstmal manuell noch machen, bis wir die Forschung haben. Genau, also so hätte ich es jetzt gemacht und dann geht das ja wunderbar eigentlich. Okay, dann ziehe ich jetzt hier. Und dann packe ich das Ding einfach hier hin. Ah, warte mal, das habe ich, dann habe ich es falsch gemacht hier. So geht Beziehungsweise, das nicht. weil die Kohle sollte ja bestenfalls immer in der Mitte sein und links und rechts dann die jeweiligen Ressourcen, die verbrannt werden sollen. Jetzt ist hier natürlich idealerweise Kohle ganz rechts. Ich könnte natürlich jetzt hier den Eisen hinmachen. Da müssten wir halt hier später den Tunnel machen. Aber den Tunnel kriegen wir auch relativ zügig. Ach, wird schon passen. Wollte gerade sagen, stell dich mal nicht so an jetzt hier. Ja, ich mimische da viel zu viel rum. Ja, das ist der Wahnsinn. Ist genauso im Übrigen, wenn ihr hier so Strommasten setzt und ihr haltet die Alt-Taste gedrückt und ihr lauft dann einfach ganz gemütlich da so lang. Ist es wunderschön, dann werden die immer schön auf Max-Range gesetzt. Wenn keiner am Weg ist. Wenn keiner im Weg ist, genau. So, oh Gott. So. Dann hätten wir auch unsere erste Stromproduktion. Das freut mich im Übrigen sehr. Ich nehme jedes Mal da tatsächlich. Boah. Die Baumstämme raus. Ja, Wahnsinn. kein Problem. Wir haben so viel massenhaft. Und ich finde es echt gut, dass man jetzt die. Wahrscheinlich kann man sie auf 100 stapeln, gehe ich mal von aus. Oh, wo sind die Kohle hin? Hast du die Die ganze. habe ich gerade oben reingepackt. Ach so, das ist ja noch Ja, manuell. jetzt warte doch einfach kurz. Ey, da, nein. Was ein Stress hier aber auch. Okay, dann mache ich das folgendermaßen. Hallo? Wir werden hier später einfach auch eine Unterführung machen für die Kohle. Und dann setze ich jetzt hier erstmal die ersten Greifer hin. Okay. Ich brauche aber erstmal Kupfer dafür.
Ja, genau. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, wenn du Fließbänder hast, ich habe auch ein paar zumindest. Oh. Ja, erstmal hier freimachen, ne? Genau. Wollte ich nämlich gerade sagen, es läuft jetzt am besten mal einer vor und macht einfach mal frei. Ja, ich kümmere mich. Bin Bob. Bob der Holzfäller. So, ich kann, da kannst du die restlichen setzen. Weil ja. Ich habe nämlich keine mehr. Ja, weil es ist ja alles Teamplay hier. Das war's. So. Das habe ich hier schon wieder die ganzen Eisenplatten ausgemacht. Ach ja. So, du hast gerade schon aufgefüllt. Ja, gerade ein bisschen aufgefüllt, richtig. Freut mich natürlich sehr. Wenn ihr aus dem Inventar, wenn ihr was produzieren wollt, ganz einfache Dinge, wie das Fließband jetzt zum Beispiel. Ihr seht ja, dass ihr erstes Mal pro Fließbandproduktion zwei Mal bekommt. Das heißt, einmal Linksklick produziert ihr es einmal, einmal Rechtsklick produziert ihr es fünfmal. Und wenn ihr Shift und die linke Maustaste drückt, produziert ihr alles, was ihr aktuell könnt. Vielleicht auch noch recht interessant für die Leute, die es jetzt noch gar nicht kennen oder noch gar nicht gespielt haben. Ja. Ja, ach man, darf man ja schlussendlich nicht vergessen. Ja, natürlich, klar. Ja. Wenn ich bedenke, wie lange ich dieses Spiel schon spiele und wie lange es dieses Spiel überhaupt schon gibt, muss man ja auch sehen. In Steam ist es ja erst dieses Jahr rausgekommen. Tatsächlich, also ich spiele es ja schon seit über fast, müssten über 2 Jahre schon mittlerweile sein. Und gerade in meinem Freundeskreis oder wenn ich irgendwo neu reinkomme, ist gerade zur Game or Die Community zum Beispiel, es kannte keiner dieses Spiel. Deswegen, es ist auch ein weiteres Ding von mir einfach, ich möchte dieses Spiel einfach so gut es geht, so vielen Leuten wie möglich zeigen. Deswegen, zweiter Grund, warum ich das so geil finde mit dir, das hier zu machen, dass deine Zuschauer das einfach auch mal sehen, bedeutet mir sehr viel. Weil es hängt, aus meiner Sicht hängt da viel, viel Herz dran. Das stimmt, ich muss ja auch sagen, wie soll ich sagen, also schlussendlich war es ja schon so, dass ich eigentlich auch erst gar kein so großes Interesse daran hatte. Aber ich muss sagen, du konntest mich dafür begeistern. Ja, wenn man es halt zu Anfang also, sieht, die Grafik, ne, die viele Leute sind halt erstmal grafikbezogen, fixiert und das schreckt halt schon ein bisschen ab. Aber wenn man dann das Spielprinzip sieht, beziehungsweise wenn man es selber zockt, das ist so eine Sucht. Das ist gar kein Vergleich. Ja, ist schrecklich. Auf gut Deutsch, an alle meine Abonnenten, ihr wisst genau, warum dieses Let's Play kommt. Der Doskias ist schuld. Schön. So, da wir ja hauptsächlich am Anfang ja erstmal Eisen brauchen, ziehen wir die Linie jetzt zuerst nach oben. Und ich müsste mal rein theoretisch, ich brauche jetzt mal hier noch so einen Ofen. Wir brauchen hier definitiv mal Hier mehr Kupfer. Die Tunnel. Deswegen blocke ich jetzt auch einfach mal hier die ganze Kupfer ab. So, jetzt kriegen wir nämlich da auch Kohle hin. Weil wir müssen jetzt quasi erstmal forschen, dass wir die Produktion, so wie wir uns beide vorstellen, ja auch erstmal hinkriegen. Jawohl, genau. Das geht ja auch nicht so von jetzt auf gleich. Komme ich da jetzt wieder nicht an die Kohle? Da. Also nicht, dass du mir das jetzt auch noch mit Eisenplatten hier voll machst, ne? Nee, keine Sorge. Ich hab's schon verstanden, was du hier vorhast. Freut mich sehr. Immer dran denken, Ruhe bewahren, Hilfe kommt. Ja, aber ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gar nicht auf die Zeit geguckt, was sagt denn die Zeit? Ich glaube, wir sind ja schon längst drüber. Ja, dadurch könnt ihr euch gleich dran gewöhnen. Wir werden es nie schaffen, Punkt 20 aufzuhören. Das funktioniert in diesem Spiel nicht. Das geht nicht. Genau. Daher würde ich sagen, wir machen jetzt hier einen kleinen Schnitt rein und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Genau. Und vergesst das Liken nicht. Wir freuen uns drauf. Bis gleich. Winke. Tschüss.